YouTube habe ich das hier gefunden. Okay, Google. Wir haben hier zwei Chalk Wheels. Ich vermute mal, oder ich denke mal, die sind genauso groß wie vom Numark Mixtrack Pro 3. Ich würde diesen Controller auch mehr empfehlen als den Mixtrack Pro 3. Ich habe nämlich festgestellt, dass so viele Zuschauer von mir oder generell Leute, die mein Video gesehen haben über den Numark Mixtrack Pro 3, dass der Controller so oft gekauft worden ist. Was mir hier gleich ein bisschen negativ oder ein bisschen verwundert ist, dass der Play and Stop und Q-Button das gleiche Material sozusagen hat wie die Pads. Jetzt kommt mein absoluter Top-Favorite DJ-Controller 2020. Den bevorzuge ich sogar mehr als den Numark Mixtrack Pro 3. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Studio. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Falls sich jetzt jemand fragt, was gibt es heute zum Trinken bei dir? Einen stinknormalen Kaffee. Heute kein Wein, heute ist Kaffee dran. Ich muss wach bleiben, Freunde. Ich will dieses Video für euch drehen. Es ist noch nicht mal allzu spät. Aber ich will oder ich muss dieses Video drehen, damit ich endlich mal die mit Abstand meistgestellte Frage beantworten kann. Hey Luis, welchen DJ-Controller würdest du für Anfänger empfehlen? Welchen DJ-Controller würdest du dir als Anfänger kaufen? Und ich habe euch heute mal 1, 2, 3, 4, 5 Stück rausgesucht, die ich persönlich mir kaufen würde, wenn ich komplett von Null anfangen würde. Klar, ich habe jetzt schon ein bisschen Wissen. Oder was heißt Wissen? Ich habe schon mit mehreren Controllern aufgelegt. Ich werde euch auch gleich meinen allerersten Controller noch zeigen. Den habe ich euch zwar schon mal gezeigt in dem Stream, aber es war ja nicht jeder im Stream dabei. Deswegen zeige ich euch den gleich noch. Die, wo auf dem aktuellsten Stand sind, wissen, ich besitze zurzeit einen Pioneer XDJ RX2, also zweite Generation. Mega zufrieden, sehr, sehr geiler, kompakter DJ-Controller, das heißt, muss ich spontan irgendwo auflegen, zack, packe ich den in meine Tasche, obwohl ich noch nicht mal eine Tasche habe, aber ich bin ziemlich mobil, ich kann überall auflegen, ich brauche eigentlich nur noch Strom und Boxen, ansonsten kann ich direkt loslegen. Die Controller, was ich euch heute zeige, sind auch kompakt, das heißt, ihr seid mobil unterwegs, wenn ihr irgendwo auflegen wollt oder müsst. Obwohl müssen ist ja immer so ein Thema. Aber wenn ihr irgendwo auflegen wollt, könnt ihr die Controller einfach in den Rucksack packen oder euch ein Case für diesen Controller kaufen und direkt zum Gig hinfahren. Die, wo mir schon länger auf Instagram folgen, haben vielleicht mal mitbekommen, dass ich mal ein Gig in einem Fitnessstudio hatte. Das war auch mein allererstes Mal in einem Fitnessstudio. Ist auch komplett crazy gewesen. Das heißt, ja, ich wusste nicht, was mich erwartet. Die Leute trainieren da, ich begleite die Musik oder ich lege auf und push die Leute ein bisschen zum Training. Und war mega, mega geil. Also war eine richtig geile Erfahrung. Und ich habe damals das erste Mal mit einem Numark Mixtrack Pro 3. Ich weiß, Freunde, dazu kommen wir gleich. Ich werde euch gleich die Controller zeigen. Ich habe nämlich festgestellt, dass so viele Zuschauer von mir oder generell Leute, die mein Video gesehen haben über den Numark Mixtrack Pro 3, dass der Controller so oft gekauft worden ist, dass es sogar Lieferschwierigkeiten gab. Das heißt, die Lieferzeit hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir lag, also an meinem Video oder generell. Oder die Leute suchen sich gerade ein neues Hobby und entdecken das DJ für sich. Deswegen sind fast alle DJ-Controller mit langer Lieferzeit. Das heißt, wenn ihr die bestellt, müsst ihr meistens 2, 3, 4 oder 5 Wochen warten. Das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, Freunde. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesen 5 Controllern sagt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr diesen oder einen von diesen 5 Controllern besitzt. Ich besitze von diesen 5 keinen einzigen. Ich werde ein bisschen was erklären. Ich kann euch das leider so nicht zeigen, weil ich habe die nicht bekommen oder mir wurden die nicht zur Verfügung gestellt. Schade eigentlich. Das wäre mega, mega geil, wenn es eine Kooperation geben würde oder ja, Hersteller wie Numark oder Hercules oder Pioneer, die mir einfach für ein Video einen DJ-Controller zur Verfügung stellen. Wäre mega, mega geil. Ist leider noch nicht dazu gekommen. Ich habe zwar schon ein paar E-Mails rausgeschickt, aber Freunde, ich glaube, mein Kanal ist noch ein bisschen zu klein für sowas. Was ich auch verstehen kann, weil ich bin nicht der Einzige, der irgendwie Anfragen stellt oder generell Kooperationsanfragen stellt. Deswegen bin ich auch Pioneer oder den Firmen, wo ich was hingeschickt habe oder eine Anfrage geschickt habe, überhaupt nicht böse, sondern ihr müsst überlegen, wenn da täglich 10 E-Mails reinflattern mit Kooperationsanfragen, verstehe ich es auch, dass die einfach sagen, nee, wir haben jetzt keinen Bock, wir müssen uns woanders konzentrieren, wir bringen jetzt ein neues Produkt raus oder so. Aber Freunde, wir gehen jetzt rein, ich habe euch, wie gesagt, 5 Controller ausgesucht. Kopfhörer werde ich heute nicht aufsetzen, weil
wir hören ja keine Musik. Und wir fangen an mit dem ersten DJ-Controller. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe euch ja gesagt, mein Favorite DJ-Controller 2019 war der Numark Mixtrack Pro 3. Er ist immer noch ein sehr, sehr geiler DJ-Controller, aber ich habe einen DJ-Controller gefunden, beziehungsweise einen Nachfolger von dem Mixtrack Pro 3, und zwar Numark Mixtrack Platinum. Es haben mir auch viele immer in den Stream geschrieben, schau dir den Controller mal an, was sagst du dazu, was hältst du davon? Und wir gehen auch auf die Preise ein bisschen ein. Wie gesagt, ich erkläre euch ein bisschen was, oder ich sag euch meine Meinung, also ich schreibe es doch mal groß hin, meine Meinung, Freunde. Das heißt, wenn jemand anderer Meinung ist, ist es vollkommen okay. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt der erste Controller, der es in meinen Top 5 DJ-Controllern unter 300 Euro geschafft hat. Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt. Also ich will euch heute DJ-Controller zeigen für unter oder bis 300 Euro. Das Video wird sich wahrscheinlich eher für Anfänger oder Einsteiger richten. Aber es kann sich trotzdem jeder anschauen, falls er Bock hat. Und wir gehen ein bisschen mal die Bilder durch. Hier haben wir den Numark Mixtrack Platinum. Der Preis 222 Euro ist gerade auch im Sale. Kurzfristig lieferbar, 2 bis 5 Tage, das geht jetzt eigentlich. Ihr werdet gleich sehen, bei den anderen Controllern, die ich euch zeige, Lieferzeit 2 Wochen, Lieferzeit 4 Wochen, und es geht immer höher. Also anscheinend haben in der Corona-Zeit viele ein neues Hobby gefunden, was ja auch sehr, sehr geil ist. Und wir schauen jetzt mal kurz die Bilder an. Wir haben hier 2 Chalk Wheels. Ich vermute mal, oder ich denke mal, die sind genauso groß wie vom Numark Mixtrack Pro 3. Ich würde diesen Controller auch mehr empfehlen als den Mixtrack Pro 3, weil ihr habt in dieser Preisklasse, also ich habe damals für meinen Numark Mixtrack Pro 3 180 Euro bezahlt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube 180 Euro. Hier müsst ihr nochmal 40 Euro oder 50 Euro drauflegen. Bekommt aber ein neues Modell oder das neueste Modell. Ihr habt hier eine LED-Anzeige in den Chalk Wheels, Freunde. Für Einsteiger ungefähr das Nonplusultra. Also finde ich sehr, sehr geil. Hier seht ihr dann wahrscheinlich die BPM, die Laufzeit. Hier habt ihr den eine LED-Anzeige, wie lange der Track noch geht. Man sieht noch Deck 1 und Deck 2. Gut, das ist eigentlich selbstverständlich. Eigentlich ist es der klassische Numark Mixtrack Pro 3 mit einem bisschen mehr Features. Das heißt, wie gesagt, mit der LED in den Chalk Wheels. Wir haben diese 8 Pads pro Seite, was beim Numark auch so war, also beim Mixtrack Pro 3. Hier oben die Effektleiste finde ich sehr, sehr geil. Ist aber ein bisschen speziell, weil ihr müsst überlegen, die Effekte funktionieren mit eurem Finger. Das heißt, ihr legt den Finger hier drauf, aktiviert den Effekt sozusagen und wischt per Touch. Also ihr bleibt sozusagen auf diesem Trackpad oder wie man das nennt und wischt einfach auf die rechte Seite oder nach rechts, umso stärker wird sozusagen der Effekt. Finde ich sehr, sehr geil, habe ich bei noch keinem anderen DJ-Controller gesehen. Hier vorne Mikrofoneingang, hier an der Seite, was sehr, sehr geil ist. Zweimal Kopfhörereingang, 6,3 und 3,5 Klinke. Bei vielen hat man ja nur 6,3, da müsste man sich halt einen Adapter holen. Wenn der Controller nur 3,5 hat, habe ich jetzt gerade 5,3 gesagt. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und wir haben hier den Play-and-Stop-Button. Der sieht genauso aus und wird auch genau der gleiche sein wie vom Numark Mixtrack Pro 3. Wir haben hier die Chalk-Wheel, also die Scratch-Funktion zum Einschalten und zum Ausschalten. Die Shift-Taste, den Cue-Button, die Sync-Funktion. Ich weiß, da geht es jetzt wieder los. Hau ab mit Sync. Ich will dazu auch gar nichts mehr sagen, Freunde. Hier an der Seite, was ich ultra, ultra nice finde, hier habt ihr den Tempo-Fader. Und zwar habt ihr richtig schön viel Spielraum. Das heißt, ihr könnt schön präzise das Tempo anpassen. In der Mitte habt ihr den Einraster-Modus. Das heißt, man merkt, wenn man in der Mitte angekommen ist, dann klickt der ein bisschen ein. Und ansonsten hier die Effekte. Wir können ja nochmal die anderen Bilder anschauen. Hier nochmal von der Perspektive. Also, er ist eigentlich aufgebaut wie der Numark Mixtrack Pro 3 mit ein paar mehr Features, mit einer besseren Übersicht, will ich jetzt nicht sagen. Aber allein mit der LED-Anzeige in den Chalk Wheels finde ich das unfassbar geil. Und für den Preis muss ich echt sagen, unter den Top 5 auf jeden Fall. Cinch-Eingänge, USB-Eingang. Der einzige Nachteil an 4 Controllern, was ich euch jetzt von den 5 zeige, es ist kein DJ-Programm dabei. Das heißt, ihr müsst ein separates DJ-Programm erwerben. Ich kann euch ans Herz legen oder empfehlen, schaut euch mal Virtual DJ an. Schaut dann gerne mal bei DJ Mike Hoffmann vorbei. Das ist auch ein deutscher YouTuber. Der ist Hochzeits-DJ und erklärt ein bisschen, wie Virtual DJ
funktioniert. Und ich habe damals mit meinem Numark Mixtrack Pro 3 auch mit Virtual DJ angefangen. Zu Virtual DJ werde ich am Ende des Videos noch ein bisschen euch was erklären, euch was sagen. Aber wie gesagt, keine Software, beziehungsweise es ist schon eine Software dabei, und zwar Serato DJ Lite. Die könnt ihr aber sofort in die Tonne kloppen. Holt euch lieber Virtual DJ. Aber ich erkläre euch am Ende des Videos, wie gesagt, nochmal ein bisschen was über Virtual DJ. Was kostet es, was muss man beachten und so weiter. Also hier der Numark Mixtrack Platinum würde ich auf jeden Fall mehr empfehlen als den Mixtrack Pro 3. Obwohl ich den Platinum noch nicht probiert habe oder getestet habe. Wäre aber mal ganz interessant, wie die Performance ist, aber er ist ja genauso aufgebaut oder fast gleich aufgebaut wie der Numark Mixtrack Pro 3. Kommen wir zu Controller Nummer 2 von der Marke Pioneer DDJ-SB3. Ich habe leider von diesen 5 Controllern keinen einzigen testen können. Vielleicht wird es mal in Zukunft passieren, dass ich mir das irgendwo ausleihe, von irgendeinem Musikstore um die Ecke bei mir. Aber Controller Nummer 2 auch sehr, sehr interessant, Pioneer DDJ-SB3. Ich bin sehr zufrieden mit Pioneer. Ich finde die Software unschlagbar. Also ich muss sagen, Rekordbox ist für mich mit Abstand die geilste Software. Ich weiß, jetzt spalten sich wieder die Meinungen. Der eine sagt Serato, der andere sagt Virtual DJ, der andere sagt Traktor. Aber ich bin mit Pioneer unnormal zufrieden, allein mit der Performance zu meinem Controller. Es läuft flüssig, es macht Spaß. Und wir schauen uns jetzt hier mal kurz ein paar Bilder an. Erstes Bild, größer machen. Sehr, sehr kompakt, finde ich sehr, sehr geil. Alleine, was mir aufgefallen ist und was für mich ein großer Pluspunkt ist, ist der Play and Stop and Cue Button. Sehr, sehr edel, und das sind ungefähr die gleichen Knöpfe, sage ich mal, oder Buttons wie auf meinem oder bei meinem Pioneer XDJ RX2. Die Verarbeitung sehr, sehr stark, also sehr, sehr geil. Hier habt ihr eure Equalizer, also Höhen, Tiefen und so weiter. Hier oben habt ihr die Effektleiste. Auf jeden Fall haben wir hier unten Headphone-Eingang, das heißt für Kopfhörer. Und ich vermute mal, das sind 3,5 oder ist ein 3,5 Klinkenanschluss. Und das Einzige, was mir jetzt bei dem Controller negativ auffällt und was mir ein bisschen wehtut im Herzen, ist der Tempo-Fader. Und zwar, ihr habt nicht viel Spielraum, es sind ziemlich klein gehalten. Ich persönlich feiere es, wenn ich ein bisschen mehr Spielraum beim Tempo-Fader habe. Hier sind die zwar ziemlich klein gehalten, aber man kann genauso damit arbeiten, genauso auflegen. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Controller. Wir schauen uns mal Bild 2 an. Es sind auch hier 8 Pads verbaut pro Seite. Ich habe zum Beispiel bei mir auf 1 und 2, also auf den ersten 2 Pads, meine Cue-Punkte gesetzt, was ich so angenehm finde, es macht mega Spaß. Wie gesagt, hier oben habt ihr die Effekteinstellungen oder Level-Einstellungen sozusagen, hier die ganzen Regler für die Mitten, Tiefen und die Höhen. Und hier könnt ihr mit dem Browser, was auch sehr, sehr geil ist, das habt ihr aber beim Numark auch, könnt ihr durch eure Playlist scrollen. Mit diesem Knopf könnt ihr dann auf Deck A den Track laden und auf Deck B oder Deck 1 und 2. Hier an der Seite der beliebte Sync-Button. Hier habt ihr die Vinyl- und Scratch-Funktion. Die habt ihr eigentlich bei jedem Controller. Aber ich finde einfach die Verarbeitung von diesen Knöpfen, also von Play and Stop und Cue, finde ich ultra nice, Freunde. Allein bei meinem, es macht echt mega, mega Spaß. Sie reagieren sofort. Und genau, das Einzige, wie gesagt, ist der Tempo-Fader. Wir können jetzt hier nochmal schauen. Ich glaube, 3,5 ist es. Die Rückseite schauen wir uns noch kurz an. Wir haben hinten Mikrofoneingang. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich mag das eher vorne, weil ich habe ja das Mikrofon eh bei mir. Und so habt ihr wieder ein Kabel hinten rumlaufen. Aber es ist jetzt kein Kriterium, wo ich sagen würde, würde ich mir jetzt nicht kaufen, weil da ein Mikrofoneingang hinten ist. Vorne wäre es meiner Meinung nach besser. Und wir haben hier die 2 Cinch-Eingänge, ganz normal hier das USB-Kabel, was ihr dann direkt in eurem PC steckt. Jetzt schauen wir noch kurz, ob eine DJ-Software dabei ist. Ich sehe schon Serato DJ Lite. Also wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich würde es euch auch nicht empfehlen. Preis ist auch noch okay. 279 Euro. Pioneer ist ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Marktführer von DJ-Controllern. Also in jedem Club sieht man eigentlich nur noch Pioneer. Und sehr, sehr geiler Controller. Hat es auch in meine Top 5 geschafft. Habe ich leider noch nicht testen können. Wäre aber mal interessant, wie die Performance ist, alleine mit diesen Tempo-Fadern. Würde mich mal interessieren, ob ich damit klarkomme, aber ich denke schon, weil eigentlich ist es ja nichts Besonderes oder nichts
nichts Schlimmes, sondern ich habe halt kein Fader, der ewig lang geht, sondern einfach einen kurzen Spielraum nur. Und ich würde sagen, wir kommen zu Controller Nummer 3. Ich muss mich jetzt wieder beeilen, Freunde. Hercules DJ Control Impulse 300. Dazu kann ich euch kurz was zeigen. Und zwar hier mein erster DJ Controller. Und zwar der Hercules DJ Control Instinct. Ich weiß, den kennt ihr schon. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Sehr klein, sehr kompakt. Ich glaube, damit habe ich einmal aufgelegt. Dann habe ich mir den Hercules DJ Controller geholt und dann den Numark. Und mit dem Numark habe ich, glaube ich, lasst mich lügen, 1,5 Jahre aufgelegt oder war ich auf Geburtstagspartys unterwegs. Und hier haben wir den Impulse 300, habe ich noch nie gesehen, auf keinem Gig oder auf keiner Feier oder generell bei keinem Mix auf YouTube oder so. Wir haben hier, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Fader drauf ein, was mir hier gleich ein bisschen negativ oder ein bisschen verwundert ist, dass der Play and Stop und Cue Button das gleiche Material sozusagen hat wie die Pads. Das heißt, ihr habt nicht ein hochwertiges Material, sondern einfach nur eine Gummierung. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil, allein die sind auch ziemlich klein gehalten. Aber trotzdem ein sehr interessanter Controller. Ihr habt hier wieder die Chockwheels oder beziehungsweise ziemlich große Chockwheels, so wie es auf dem Foto aussieht. Kleine Tempo-Fader, hier Headphones, ich glaube auch wieder 3,5. Wir schauen uns noch kurz die anderen Fotos an. Ich glaube aber schon, dass es 3,5 ist. Und zwar haben wir hier wieder den Button bzw. den Regler, damit ihr durch die Playlist scrollen könnt. Hier die Load-Button und ansonsten, ja, chilliger Controller auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz schauen, hier habt ihr noch zwei Funktionen. Keine Ahnung, für was die sind. Wenn jemand weiß oder wenn jemand von euch so einen oder diesen DJ-Controller hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, für was diese zwei Buttons oder welche Funktion diese zwei Buttons haben. Ich denke mal Slip zum Vor- oder Zurückspulen, keine Ahnung. Wie gesagt, habe ich noch nicht testen können. Und hier haben wir ein weißes Bild. Sicht von oben, aufgeräumt, schlicht. Wie gesagt, die Play- und Stop-Button oder die zwei Buttons. Hätten sie vielleicht anders lösen können. Ich mag eher hochwertiges Material oder zumindest die Play- und Stop-Buttons finde ich angenehmer wie bei Pioneer. Ist halt einfach gut gelöst. Und hier nochmal Kopfhörereingang, hier der Cinch, hier könnt ihr noch was anschließen wie Keyboard zum Beispiel oder irgendwas. Hier USB-Kabel. Und das war's eigentlich. Preis 179 Euro. Geht echt vollkommen klar. Bewertung ist auch gut. 4,5 Sterne. Software, die Juiced ist dabei. Ist auch eine Software, wo man nicht viel machen kann, außer man investiert wieder rein. Und Lieferzeit, das habe ich vorhin gemeint, 3 bis 4 Wochen. Also anscheinend kommen die nicht mit der Produktion hinterher. DJ Controller Nummer 4. Traktor. Auch sehr, sehr interessant. Habe ich auch noch nie gesehen. Doch gesehen schon, aber noch nie damit aufgelegt. Und zwar haben wir hier den Control S2 MK3, also ich denke mal die dritte Generation. Hier haben wir einen sehr aufgeräumten DJ-Controller wieder. Leider sind die zwei Buttons wieder aus diesem Gummimaterial, was ich halt nicht feiere. Tempo-Fader ist ein bisschen größer sogar. Hier an der Seite ist sogar der Sync-Button. Normalerweise findet man den ja immer hier oben, zumindest bei fast allen DJ-Controllern. Hier haben wir die Loop-Funktion. Hot Cues, dann kann man die Cues auch hier mit diesen Pads abspeichern. Und dann schauen wir noch kurz nach oben. Hier, okay, das ist auch selten. Man hat jetzt an der linken oder auf der linken Seite den Browser. Ach, man hat sogar zwei Browser-Regler. Einmal für Deck 1 und Deck 2. Das heißt, ihr könnt direkt das dann hier reinladen. Finde ich sehr, sehr geil. Hier die Effektleiste. Zwei Kanal-Controller. Schauen wir uns noch schnell die anderen Bilder an. Hier habt ihr, ich kann es nicht lesen, keine Ahnung, ich kann es leider nicht lesen. Hier ist wieder die Scratch-Funktion. Was haben wir an Kopfhörer? 3,5 sieht schon wieder so aus. Sicht von oben nochmal, Sicht von der Seite. Ich würde jetzt gerne mal die Rückseite sehen, Sicht von der Seite nochmal. So, Rückseite, oh, da haben wir aber ganz schön viel. Einmal, Cinch wieder ganz normal, Mikrofon auch wieder auf der Rückseite. Okay, also man kann hier über den Gain-Regler auch die Lautstärke oder die Empfindlichkeit vom Mikrofon einstellen. Hier das USB-Kabel, hier iOS, anscheinend kann man das direkt mit dem iPad verbinden oder mit dem MacBook, keine Ahnung. Hier eine externe Stromversorgung, aber ich habe gelesen, die Stromversorgung läuft dann auch direkt
oder läuft generell über den PC oder den Laptop. Wäre auf jeden Fall cringe, Freunde, wenn einer auf den Gig geht mit einem kompletten PC. Und Preis, wie gesagt, 280 Euro. Also wir sind noch unter den 300 Euro. Ich will jetzt kurz schauen, ob eine Software dabei ist. Ich vermute mal nicht. FX, genau hier die Effektleiste. Okay. Traktor Pro 3, also anscheinend die Vollversion von der offiziellen Traktor Software. Starke Ansage auf jeden Fall. Sehr starke Ansage. Was haben wir noch? Man kann hier sich noch ein Video anschauen. Ich verlinke euch mal die ganzen Controller unten, dann könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe durchschauen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur kurz drauf ein. Ich filme zwar schon 30 Minuten, ich gehe kurz drauf ein. Aber ich wollte einfach mal das Video machen, weil mich echt so viele Leute fragen, was empfiehlst du, was würdest du für unter 300 Euro kaufen? Und ich habe euch jetzt mal meiner Meinung nach 5 Controller rausgesucht. Und wie gesagt, Preis 280 Euro ist okay. Aber ich denke mal, bei Traktor ist es so, entweder man mag den Hersteller, also die Performance von der Software und von den Controllern, oder einfach nicht. So sehe ich das. Ich habe zwar noch nie mit einem aufgelegt, deswegen will ich und kann ich auch nichts Schlechtes oder was Gutes sagen, sondern ich werde vielleicht mal mein Fazit abgeben, wenn ich einen Traktor-Controller da habe. Und jetzt, Freunde, ich hoffe, ihr seid noch dran. Jetzt kommt mein absoluter Top-Favorite DJ-Controller 2020. Den bevorzuge ich sogar mehr als den Numark Mixtrack Pro 3. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Und zwar der Pioneer DDJ-400. Ich weiß, viele werden jetzt überrascht sein oder auch nicht. Viele schreiben mir in den Stream oder haben mir in den Stream geschrieben, ja, ich habe mir jetzt den DDJ-400 gekauft. Und ich so, okay, cool. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem Controller befasst. Ich habe mir mal ein paar Videos angeschaut. Junge, Mann, das ist ja mal so eine heftige Ansage. Also, was die hier rausgehauen haben mit diesem Controller, der ist... okay, Google. Also sie haben mit diesem Controller ein neues Level erreicht, beziehungsweise, wie soll ich sagen, eine Lücke gefunden, die absolut an die Decke gegangen ist. Der Controller hat sich so heftig gut verkauft. Allein die Qualität, also zu Pioneer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich bin zufrieden. Sehr, sehr viele Pioneer-Besitzer sind zufrieden. Ich will jetzt nicht die anderen Firmen schlecht machen oder so, aber ich habe einen Pioneer-Controller. Ich feiere ihn. Deswegen sind auch in den ganzen Clubs Pioneer-Controller vertreten. Und wir haben hier ganz kurz wieder, Freunde, die Play-Q-Punkte, Button oder Knöpfe mit sehr hochwertigem Material. Zumindest finde ich das so. Macht auch angenehm oder macht auch sehr viel Spaß damit zu arbeiten. Hier die 8 Pads pro Seite. Jogwheels wieder am Start, hier oben die Loop-Funktion, ist sogar ähnlich wie bei meinem Controller, hier die Master-Funktion, was haben wir hier noch, das Mixing für Headphones, also Lautstärke, dann haben wir hier Filter-Funktion, also ihr habt hier einen sehr geilen DJ-Controller, den ich mir safe kaufen würde. Allein die Tempo-Fader sind wenigstens angemessen groß oder einigermaßen groß. Nicht so wie bei den anderen. Und jetzt haltet euch fest, Freunde, dazu kommen wir gleich. 3,5 Klinken, Eingang für Headphones, ist aber nicht schlimm. Ihr könnt euch einen Adapter kaufen, die kosten 2 Euro oder so. Das ist der, falls es jemand wissen will, der Button für die Effekte zum Aktivieren, also On und Off, ist bei mir auch so. Und die Sicht von der anderen Seite würde ich gerne noch sehen. Headphones genau auf der Innenseite, was ich sehr, sehr geil finde. Und hier, Leute, hier könnt ihr euer Mikrofon wieder anschließen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd oder man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders lösen können, dass man es vorne anstecken könnte oder sollte. Ist aber nur meine Meinung. Und hier ganz normal Cinch-Eingänge, USB-Kabel. Und das war's, Freunde. Und jetzt haltet euch fest, 279 Euro. Wir sind noch unter den 300 Euro. Und jetzt kommt der Oberhammer. Und zwar, ihr habt Rekordbox in der Vollversion dabei. Das heißt, ihr könnt direkt loslegen, Freunde. Ihr könnt direkt starten. Ihr könnt Playlisten erstellen. Man kann zu Freunden fahren. Man kann da auflegen. Man kann so viel machen, weil eine Software einfach dabei ist. Feiere ich unnormal. Man sieht es hier auch nochmal. Rekordbox DJ mit am Start. Freunde, bezüglich jetzt hat Virtual DJ, ich mache ein separates Video davon. Ich habe jetzt 34 Minuten aufgenommen. Ich glaube, ich habe jetzt genug zum Schneiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte jetzt die ein oder andere Frage mal beantworten. Wir sehen uns zum nächsten Video. Gerne in die Kommentare schreiben, welchen Controller ihr feiert, welchen Controller ihr vielleicht besitzt oder ihr euch
vielleicht kaufen wollt. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Controller gefunden, die jetzt hier in diesen Top 5 bei mir nicht dabei waren. Auf jeden Fall mein Top DJI Controller, was ich mir safe als Anfänger kaufen würde, Pioneer DDJ400. Ich melde mich ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Durchhalten. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Peace.